Oh, ich bin heiß. Ja, ich hab Bock. Na dann, bereit? 3, 2, 1. Ja, fangen wir mal an. Go, go. An die smarteste Community auf YouTuber. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Jungs und Mädels, heute. Nächster Squad Builder Battle nach, am Dienstag nicht so einer grandiosen Erfahrung bei mir. Aber ja, heute Squad Builder Battle nicht um Ronaldo Team of the Year, sondern heute gehen wir mal in eine komplett andere Kategorie. Ja, wir hatten mal einen richtig teuren Spieler, heute machen wir mal den Spieler, der eigentlich perfekt zu meinem Kanal passt. Ja, bevor wir den euch aber vorstellen, möchte ich erstmal meinen Gast begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag, Steini. Ich hoffe, dir geht's gut. Hello again, meine Freunde. Ja, beknackter Spieler, beknackter Aufnahmepartner, sag ich mal. Hast den ja gut ausgewählt hier. Geiler Spieler, ich kannte den nicht. Hättest mir den nicht gezeigt, wäre ich da nie drauf gekommen. Überragend. Grüße gehen übrigens da raus an Schlappi. Wie geil ist das denn? Den habe ich nämlich bei dir im Stream zum ersten Mal gesehen. Unser Spieler, um den es heute geht, ist kein geringerer als 56 gerateter Innenverteidiger. Weizen, wie geil ist diese Karte bitte, Jungs? Ich sehe gerade, der 2 Sterne Weak Food, Alter. Der ist eine absolute Legende, Jungs. Ja, Mittelarbeitsraten, 1,88 groß im Spiel, natürlich als Stürmer. Geh mal auf Attribute-Details, da denkst du hast den... Das war's hier aber wirklich komplett. Ja, 50 Ausdauer, ja. Aber er ist stark, Muckibude. Ja, also einziger grüner Wert ist halt die Stärke, die halt mit der Chemie minus 24 wird. Ich freue mich drauf. Abschluss müsste dann bei 7 liegen. Das wird eine sensationelle Aufnahme. Ich habe richtig Bock drauf. Jetzt zählt es natürlich, das Team drumherum zu bauen. Und wir haben natürlich ein Video auch bei Steini aufgenommen, um eine genauso eine gute Kanallegende mittlerweile. Ja. Ja. Also checkt das unbedingt ab. Lasst dem Lieben sehr, sehr gerne liebe Grüße da. Supportet ihn. Erster Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich bin mega gespannt, wie das jetzt hier ausgehen wird. Ich hab richtig Bock, ey. Deine Aufstellung ist die? 4-2-2-2. Okay, ich spiele in der 4-3-1-2. Das bedeutet, Stürmer ZOM bei uns beiden. Ja. Wir starten rein. Hast du aufgeschrieben? Ich hab schon aufgeschrieben, ja. Ich kann reinhalten. Perfekt. Na los, auf geht's. Here we go! Ich glaube, also... Hier werden, denke ich mal, viele Spieler gesniped, sag ich jetzt mal so. Zumindest in der Offensive. Weil es gibt halt nicht so viele gute. Mhm. Ich bin gespannt. Ich gehe mal als erstes mit dem ZOM. Den habe ich als rote Karte. Hulk. Und rechter Stürmer. Flashback Pato. Also ja, du hast alle beide, alles klar. Nein, habe ich nicht. Nein, echt nicht? Nein, ich habe Bakambu aufgeschrieben, aber Hulk habe ich. Oh, okay. Da weiß ich noch, da war ich das erste Mal richtig neidisch auf dich, den roten Hulk. Den hätte ich auch gerne gehabt. Ey. Der war ein richtig guter Boy. Leider sehen wir den nicht in der Aufnahme. Ja, der Spieler da vorne ist stark genug. Ja, ach, bist du. Scheiße. Kommt halt ein zweiter Bronzespieler rein. Torhüter direkt noch, also mit einem IV und einem Torhüter vorne spielen. Ja, ich glaube schon. Ja. Chris am besten gelinkt, glaube ich. Ja, denke ich auch. Full Cam. Vielleicht Perfect Link oder sowas. Scheiße, Alter. Ich freue mich drauf. Aber den suchen wir gleich raus. Erstmal halt ich rein. Jetzt bin ich nämlich gespannt, wen du hast. Ach du Scheiße. Das kann was werden. Ach du Scheiße. Also, rechter Sturm. Mache ich es ganz, ganz frech. Da gehe ich mit dem guten Raul. Ha, clever. Und so clever dieser Move war, desto uncleverer war dieser Flashback Pato. Ah, na bitte. Dann passt das ja. Oh, Mann! Man hat aber auch keine Möglichkeit und denkt sich, das ist so offensichtlich, der schreit ist halt der andere nicht auf. Offensichtlich, ja. Ich hab Oscar. Warum hab ich nicht Talischka genommen? Oscar darauf geschrieben, ey. Mann, ja, wow. Da spielst du sozusagen auch mit dem Innenverteidiger und dem Torhüter vorne. Ach, Scheiße, Alter. Komplett tote Seite da, ey. Ja, ich such mir einen, du suchst dir einen. Und dann machen wir weiter mit den drei anderen Hyopais. Wenn ich hier einen, also dann wirklich, ich gehe wirklich Lotto spielen. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendjemanden von den Leuten aufgestellt hast. Ich weiß auch nicht, wie ich auf die komme. Dann ist es aber meistens ein gutes Zeichen. Na, mal gucken. Also ich denke, den hast du definitiv nicht. Rechtes ZOM, Footmess, Santi Garzola. Mittleres ZM, bin ich mit Fabinho gegangen. Und linkes ZM, bin ich mit Footmess, Roberto Firmino gegangen. Mann, ich war wirklich nah! Ich war nah! Ich hab überlegt, Fabinho oder Fernandinho? Und dann dachte ich mir, ach komm,
Geh ihn nämlich fern an, Dinho. Ach Mann, ey. Ich hab drei Manchester City-Spieler gehabt. Fernandinho, Gündogan und Foden. Ja. Scheiße. Nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. Ja, hätte ich gar nicht mitgerechnet. Ich war null Peile, hatte ich gehabt. So, aber du darfst ja auch noch. Mal gucken, wenn ich einen treffe, spiele ich auch Lotto. Ja gut, rechter ZOM gehe ich mit David Silva. Oh, Bruder. Daneben im ZDM. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Boy, Alter. Der ist gefühlt in jedem Pack drin. Ach, der. Trigueros oder irgendwie sowas. Kann das hinkommen? Ja, ja. Boy, wo bist du, Alter? 83 rated. Ist einfach weg, der Boy. Hier ist er. Ja, ja, Manu Trigueros. Und daneben, weil es so schön ist, Pato. Scherz. Paulinho. Ach nö, warum Paulinho? Buh. Ja, ich habe Reus aufgeschrieben, Goretzka und Fabinho. Also, ja, darfst du behalten. Scheiße, ich sehe gerade auch, ich komme nicht mehr auf Full Cam. Ja, passiert. Wir haben ja zwei vorne drin, die regeln das auch ohne Cam. Ja, eben, auf Ehre. Muss halt auch so sehen. Ja. Ja, stark. Also jetzt die Außenverteidiger. Jetzt geht der Scheiß hier weiter, du. Aber jetzt Revian. Halt rein. Okay, auf geht's. Rechtsverteidiger, ich sag, zu 3000% hast du den. Also wirklich, ich, keine Ahnung, ich bin mir einfach zu 100%ig sicher, dass du den hast. Flashback Juan Fran. Und links gehe ich mit Marcos Alonso. Nein! Ach Mann, Alter! Immer! Ich nehme jetzt nur noch die ich mir am ersten in den Kopf komme. Robertson! Ja, habe ich auch in Rot. Ja. Juan Fran kam mir tatsächlich als erster in den Sinn auf der anderen Seite. Ja, es war halt schwierig. Ich wollte halt nicht nochmal mit Kavaral gehen oder so. Ja, wäre nur noch der Dings gewesen, der Matteo da oder wie der da heißt. Naja, und das ist halt auch so, willst du den? Ja, ja. Eher nicht. Aber okay, so, ich halt mal rein. Ich mach den Bronzespieler gleich. Ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Ich schick's mal ab. Ja, bei mir ist halt der Schwirodiro. Linker Verteidiger gehe ich mit Felipe Luis. Oh. Champions League. Und rechter Verteidiger, den glaube ich, den hast du. Kyle Walker. Oh, das ist so sinnlos! Mann! Ich gehe mit Alexandro. Ja, aber du baust halt Alex Telles oder Felipe Luis ein. Warum denn auch nicht? Und ich habe noch Kavaral Inform aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, du bleibst nicht in der Liga. Lucky. Lucky, dachte, lucky, lucky. Sack, ey. Du Sack. Ja gut, ja. Dann geht's jetzt in den ganz heißen Tanz. Innenverteidigung und Torwart kann ich. Ja. Na, ich bin gespannt. Die ist aber auch wichtig, Feiern gegen Weizen. Ja, safe. Also. Gegen den Yang Jun auch. Ja. Oder Yang Jung. Erster Innenverteidiger. Cesar Azpilicueta. Zweiter Innenverteidiger ist die Baby-Icon von Fernando Hierro. Und im Tor gehe ich mit Alisson in Form. Neto, Paulista, Atzepeng. Och, komm. Ich wusste, dass du da mit diesem Doppellink wieder arbeitest. Aber ich dachte, du regelst es mit Paulista und Neto. Das finde ich jetzt nicht cool, ne? Das muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. Also wirklich jetzt nicht so cool. Nee, wirklich jetzt. Also bin ich jetzt auch mal ganz, ganz offen und ehrlich. Herrlich. Alles für den Weizen. Oh. Der braucht nicht so starke Mitspieler. Da kommt halt Ampadu da rein. Abfahrt. So. Ampadu, los, jetzt tu. Ich muss jetzt auch endlich mal jemanden kriegen. Das kann's doch nicht sein. Ja, ich denke, du wirst einen bekommen hier. Ja, abwarten. Ja, ich mach's im Prinzip so, wie ich es aufgeschrieben habe. Paul Lichter gehe ich auf links. Ja. Rechts Nacho Fernandes. Und im Tor Keylor Navas.
Ja. Ich hab Alzepeng, Ramos und Thundersar. Ich hab mir auch gerade eben kurz deinen Stream angeguckt, wie dein Team aussieht. OMG, ich kann zum ersten Mal in ich weiß nicht wie vielen Monaten Aufnahmen etc. pp. Nacho Fernandes spielen. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. Es ist passiert. Jedes Mal wird er aufgeschrieben. Echt? Ja, null Spiele habe ich mit dem. Null. Muss ich mal vorstellen, ne? Oh. Holy. Ja, okay. Gut, Jungs. Dann bauen wir unsere Teams fertig. Ich muss noch 3 Spieler kaufen. Und dann sehen wir uns beim Spiel wieder mit die Legende Weizen. Weizen, wir glauben an dich. Oh ja. Oh, sonst sieht das Team echt knackig aus. Was ist denn für ein Team hier? Aubameyang, Mkhitaryan, Reus. Echt jetzt? Ja, sicher. Hazard auf linker Verteidiger. Was ist denn hier los? Dann war es anscheinend dann doch das falsche Team. Aber mit dem spiele ich jetzt einfach mal. Ja, sicher. Prank. Milinko Savic, Innenverteidiger. Ja, deswegen haben die so gut Chemie. Ja, Abfahrt. War halt dann doch irgendwie das falsche Team. Weil ich gehe raus. Ich denke mal, die Stadt hin, Alter. Boah, das kann was geben, Alter. Das kann was geben. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt. Der Weizen, Alter. Wenn der Tor macht, Alter, dann kannst du ja komplett vergessen. Och nee. Och, Raul auch noch. Gegen Hierro. Weg. Ja, Alisson. Zu kurz, Alter. Ich bin abgerutscht von dem Knopf. Normalerweise wollte ich den mehr aufladen, ey. Ja, so kann man es dann auch spielen. Alles zu mit den Jungs. Das ist mit den Boys. Weizne. Weizne ist durch. Oh, oh Gott. Hey! Nein, er stand so gut frei. Weizen, ey. Weizen. Oh, gefährlich. Oh, da muss ich aber jetzt noch ganz kurz tief durchatmen. Der war fast komplett aufgeladen, Alter. Was ist das denn, ey? Aber falscher Fuß auch, ne? Muss man auch sagen. Wer für mich schießt denn der? Was ist denn Raul los? Was ist das denn? Ja, die SBC hättest du lieber nicht gemacht, hättest du gewusst, dass wie schießt denn der? Gibt's ja gar nicht. Nee. Richtig. Nee. Och, Bruder. Wer war's? Ich glaube, da ist er. Nee, Raul. Ich wollte schon sagen, der Weizen war dann, Alter. Ja, wenn der denn das Ding gemacht hätte, da hätte ich aber auch du. Hätte ich jetzt kurz gedacht, der wäre das. Oh. Der Weizen, ey. Oh. Ah. Nein! Ach, Mann! Was für Schell, ne? Ich hab kurz Eck anvisiert gehabt. Oh, nein! Und dann sehe ich, du tippelst so nach unten. Dann hab ich gesehen. Ja, ja, oh, Mann! Boah, ey, für einen kurzen Moment einen Zittring gehabt. Jetzt! Schieß! Oh! Oh, oh schön! Oh, die Innenverteidigung glänzt bei dir halt auch recht gut dadurch. Schwierig. Ach, der andere Dulle da. Ich sehe das immer erst im falschen Moment. Da steht halt auch Kopfball stark, ist er, ne? Musst du aufpassen. Ah. Nee. Ah, der Weizen, Alter. Ich hab's gerade noch vor uns da gesagt. Der ist Kopfballstock. Den muss man aufpassen. Ist eine Wucht, muss man sagen. Ist eine Wucht, der Grün. Also wieder dabei. Aber der verteilt die Bälle komischerweise immer clever. Ja. Der weiß halt, wie es geht. Och ne, wenn der jetzt. Der macht Doppelpack, ich bring mich um. Wie kommt der? Guck mal, der lupft den noch! Der lupft den über Keeper! Wem willst du das denn erzählen? Wem willst du das denn erzählen? Der hat 30 Schießen! Spiel doch mal einen Ball genau. Wem willst du das erzählen? Der hat 30 Schießen! Er lupft einfach so, weil er die Ruhe hat. Er hat einfach die Ruhe. Ruhewert, das ist halt wichtig. Ohne Witz? Das war ein hoher Finesse-Schuss eigentlich. Wieso schießt er denn flach? Das war ein hoher. Ich hab hoch Finesse, wollte ich den oben in Knick. Und nicht nach unten.
So, ich bin wieder da, es steht 5-0, ich habe mich mal kurz erhangen. Ja. Kurzen war auf jeden Fall ein klasse Spiel bis jetzt. Das gibt's doch nicht! Der Pato spielt wie ein Bronzespieler! Ich kam mit dem aber auch nicht klar, ne? Mit Pato, muss ich ehrlich sagen. Mein Gott! Geh doch hoch! Ich treib hier Schieß! Nein! Ach, Yang Jung. Die Wasserpulle hat er getroffen. Ich komme hier gerade nicht raus. Ja, Yang Jung, das war wieder ein super Abschluss. Du hast halt auch wieder alles gegeben. Die haben auch die ganze Zeit gekriegt vorhin. Das ist doch nicht wahr. Du bist zwar vor dem Tor und dann kommt irgendein Bronzespieler und den kriegst du nicht. Wenn 2-1 wäre, okay. Ey, der erste okay, das war so ein Kopfball, so ein random Kopfball. Aber der zweite, wie der den, mit was für einer Ruhe, der den über den Keeper lupft. Ich hab nur Schießen gedrückt. Also Freunde, holt euch den als Sub. Ja. Er hat einfach 9,6 Bewertung. Der hat 2 Tore und 2 Vorlagen. Ja, Jungs, deswegen wollte ich euch den einfach mal in dem Video vorstellen. Ist jetzt völlig egal, ob wir jemanden abstoßen müssen oder nicht. Ich wollte euch einfach nur zeigen, das ist halt der, ist gut. Der Beste. Ja, der Beste. Ein Pusher. Weizen. Also, muss man jetzt mal so sagen. So, abstoßen. 5 Picks. Wird klasse. Ich habe ja... Oh, ne, doch. Naja. Okay, Jungs, abstoßen. Abfahrt ist angesagt. 5 Picks, weil den muss ich hier noch hin. Ja, ich denke mal, so rum. Ja, hat's wenigstens. Ja, sieht's gut aus. Oh, Steini, 5 Picks, ne? Reißt sich zusammen. Ich bin die ganze Zeit schon hier am Rumfuchteln. Rumfuchteln? Ja, ich guck, was ich nehme, so. Ich glaube, ich mach's mal wie Broski. Ich nehm komplette Reihe. ZM. Ah, okay. Ich nehme die komplette Verteidigung und den Keeper. Boah. Ja, oh, es ist nicht schlecht, definitiv nicht. Du triffst Alisson in Form, du triffst Garzola, Footmes und du triffst Fabinho und 2 Bronze-Dudes. Hierro ist nicht mit dabei. Ich sag mal, okay. Du bist sowieso geschädigt mit deinem CR7. Normalerweise, egal. Ob du irgendeine Aufnahme verlierst, müssten eigentlich aus Solidarität die anderen abstoßen. Ja, normalerweise. Ja, aber für mich geht das in Ordnung. Alisson in Form ist auch nicht günstig, oder? Nee, 57k, dann 30k oder 35k Fabinho. Ja, und Gasola musstest du halt erst spielen. Aber ja, ich bin froh, dass ich erstmal Pato behalten konnte irgendwie. Und Weizen natürlich. Ach stimmt, Pato war ja auch noch drin. Naja, Pato hab ich auch stehen lassen. Direkt. Ja, ne, ich war wirklich nur defensiv bei den Leuten vorne. Aber ich weiß nicht, ich hab gedacht, du stellst komplett alles um. Ja, Jungs, was soll ich sagen? War eine klasse Aufnahme. Meine Squad-Battle-Reihe im Jahr 2019 geht erfolgreich weiter. Bis jetzt noch keinen einzigen Punkt geholt. Zumindest auf meinem Kanal. Wie es bei Steini aussieht, müsst ihr da mal gucken. Ja, wie gesagt, wir haben ja ein Video aufgenommen. Ich hab den jetzt als dritter Besitzer noch nie an einer mit dem gespielt. Der hat eine Statistik, 2 Spiele, 2 Tore, 2 Vor. Stell dir mal vor, der sitzt auf dem Transfermarkt. Da muss sich einer denken, was war denn da los? Weizen ist halt Legende. Ja, sagen wir es mal so. Also alle, die den hier haben, Ehrenmann. Markiert uns bitte beide auf Instagram mit Hashtag Weizen. Ist natürlich klar, am besten noch ein Weizen in der Hand. Und ja, das soll es gewesen sein von dem Video. Letzte Wort hat natürlich Steini. Vielen, vielen Dank für die Aufnahme, mein Schöner. Ich komme da nicht klar drauf. 48 Ruhe hat er. Und er spielt, als wenn er nichts anderes gemacht hat in seinem Leben. Smaxi, vielen, vielen Dank, dass er hier sein durfte. Hat trotzdem dennoch Spaß gemacht. Kommen auch wieder bessere Zeiten. Smaxi muss sich jetzt erholen. Also möchte ich hier Hashtag GG, Hashtag Push, möchte ich hier komplett in dem Chat voll sehen. Smaxi musste sehr, sehr leiden die Woche. Aber sich entscheidet, wie oft man hinfällt, sondern wie oft man aufsteht, Freunde. Mit diesem Sinne bin ich weg. Macht's gut. Ciao, tschüss. Ciao.